Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weyra, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass Sie heute wieder mal bei Digital for Leaders dabei sind. Und ist Ihnen gerade vielleicht etwas aufgefallen? Richtig, da ist was anders gewesen heute. Unser Podcast hat heute ein neues Intro. Das ist nämlich heute ein Jubiläum. Es ist die 25. Folge von Digital for Leaders und eigentlich rückblickend Wahnsinn, wie schnell die Zeit jetzt vergangen ist. Und quasi als ein Geschenk zum Jubiläum haben wir ein neues Intro bekommen von Ingo Abe. Lieber Ingo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Hallo, vielen Dank. Ja, und danke für dein Geburtstagsgeschenk für den Podcast. Ingo Abe, Schauspieler, Sprecher und deutsche Stimme von U4I. Ich freue mich total auf die Diskussion. Mein Team hat auch schon gesagt, ach, das ist ja cool, was du da heute machst. Wir wollen heute reden, so ein bisschen aus deiner Erfahrung als Schauspieler, als Sprecher über das Thema Digitalisierung bei Film und Fernsehen. Mal gucken, wo uns diese Reise hintreibt. Oh ja. Bevor wir das mal machen, ich glaube, es wäre toll, wenn du dich unseren Hörern und Hörerinnen mal ganz kurz vorstellst und sagst, wer du bist und was du so treibst. Ja, vielen Dank erstmal. Das Wichtigste hast du gesagt. Ich heiße Ingo Abel. Ich bin Schauspieler und lebe in Hamburg. Als Sprecher bin ich tatsächlich noch ein bisschen mehr unterwegs in den letzten Jahren gewesen, als Stimme von Sendungen für RTL2 und für Arte und für den NDR. Tatsächlich mehr für RTL2 in den letzten Jahren. Und als Schauspieler treibe ich mich so durch alle üblichen, Fernsehserien, so, die es gerade gibt. So Großstadt Revier und die Hamburger Serie natürlich vor allen Dingen. Da bin ich häufiger, oder in Friesland und, pendle zwischen Kamera und Mikrofon. Ja, super. Und das ist auch das, wie wir uns ja kennengelernt haben, weil du nämlich für unser Mikrofon arbeitest und in unseren Lehrvideos wenn wir deutsche Produktionen haben, die Stimme bist. Genau. So. Und bei Digital for Leaders geht es immer um Digitalisierung. Und es geht darum, wie verändert Digitalisierung die Welt, wie verändert die Arbeitswelt, wie verändert die Branchen, Und ich würde sagen, lass uns doch mal, dadurch, dass du ja so ein bisschen zwei Hüte auch auf hast, lass uns mal mit deiner Arbeit als Schauspieler irgendwie anfangen. Ja, wenn wir über Bewegtbild reden. Was ist da passiert durch Digitalisierung? Ja, was ist da anders geworden? Vielleicht einfach auch mit der Arbeit am Set. Wahnsinnig viel. Ich habe mich in der Vorbereitung für unser Gespräch heute einfach mal erinnert, wie es eigentlich war, als ich angefangen habe. Und ich hatte das tatsächlich gar nicht mehr so in Erinnerung, wie stark tatsächlich die Veränderung durch die Digitalisierung in unserer Branche ist. Muss ein bisschen, wenn wir mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe meine Karriere angefangen nach der Schauspielschule Anfang der 90er Jahre. Und du musst dir vorstellen, zu der Zeit war es wirklich noch so mit Schauspielern, es war immer ein bisschen konservativer. Ne? Es wirkte nach außen immer gerne mal ein bisschen wild und spaßig, aber es war, was so die Abläufe in unserem Beruf anging, sehr konservativ. Okay. Also man hat wirklich noch Videokassetten verschickt, klar, gab ja nur Videokassetten, also wie VHS-Kassetten und Fotos, alles mit der Post. Und auch die Fotos, die verschickt wurden, die waren noch schwarz-weiß. Jetzt nicht, weil es nicht schon Farbbilder gegeben hätte, sondern weil in der Branche galten Farbfotos schon als unseriös. Das war schon Privatfernsehen, oh Gott, das war RTL. Das wurde gerade erst erfunden, RTL, Anfang der 90er. Und ein seriöser Schauspieler, der was auf sich hält, hat Schwarz-Weiß-Bilder verschickt. Und zwar wirklich in DIN A5-Format und auf Papier. Und jeder Caster, jeder Besetzer, jeder Agentur kriegte so 3-4 Bilder. Und das ist natürlich heute undenkbar. Das Akquirieren und das sich vorstellen, das sich bekannt machen als Schauspieler, hat sich komplett verändert. Das heißt, heute, klar, verschicken wir überhaupt gar nichts mehr mit der Post. Sowohl unsere Showreels, also unser Material, unsere zusammengeschnittenen Szenen, die wir verschicken, werden digital geschnitten, werden digital veröffentlicht und nicht mal mehr verschickt, sondern nur noch als Link zu einer dieser mittlerweile etablierten 4, 5, 6 großen Schauspielportalen, die für Caster, Besetzer und Regisseure da sind, so wie Schauspielervideos.de oder so, wo man dann sich präsentiert mit Videoausschnitten und eben auch mit Fotos, natürlich dann auch digital und auch in Farbe mittlerweile. Ja.
Das hat sich komplett verändert. Also alleine das sich bekannt machen und vorstellen. Das hat sich in den letzten Jahren, da muss ich mir vorstellen, Digitalisierung, weil wirklich zu der Zeit war das, wir hatten so einen AOL-Zugang, weißt du, ja, mit so einem quietschenden Modem und die ersten Handys. Mhm. Und das war tatsächlich, selbst wenn jemand einen Schauspieler angefragt hat, hat er nochmal aufs Band gesprochen oder einen Brief geschickt. Ja. Und wenn wir dann jetzt sozusagen im Dreh sind, ja, für eine Serie, für einen Film, ja, kann ich mir vorstellen, dass das ja durch die vielen kleinen Puzzleteile, digitale Kameras, ja, was mir immer wieder auffällt, ist, die Beleuchtung ist ja in den letzten 5 Jahren auch anders geworden mit LEDs, auch eine Form von digitaler Technologie. Ja. Das sind ja die kleinen Dinge, ja. Da haben sich sicherlich aber auch Abläufe verändert, oder? Absolut, absolut. Also angefangen beim Textlernen, das Drehbuch gibt es nur noch digital und das lernt man oder liest man auf dem iPad. Natürlich gibt es immer noch Produktionen, die Drehbücher auf Papier verschicken, aber schon nur noch auf Anfrage. Mhm. Und man druckt sich eigentlich auch nur noch die Seiten wirklich aus, die man direkt am Set, am Drehort für die Szene wirklich braucht, wo man dann Text hat, weil man da noch drin rummalt und schmiert und wegstreicht und so. Mhm. Und ich habe auch häufiger in Soaps mitgespielt, jetzt vor einem Jahr, einige Zeit lang bei Alles, was zählt. Und der Hauptcast, also die Hauptfiguren, die wirklich jeden Tag dort 5 Tage die Woche spielen, die gehen ja gar nicht mehr mit Papier rein. Die haben größtenteils wirklich ein iPad dabei, wo sie ihre Texte lernen und nochmal kurz drauf gucken und sich vorstellen. Mhm. Also alleine die Textarbeit im Vorfeld und auch am Set ist schon mal anders. Mhm. Und dann, die haben es. Als ich angefangen habe, da wurde tatsächlich noch auf Film gedreht in den 90ern. Das wurde dann mal irgendwann durch Video, durch Beta ersetzt. Also da wurde nicht mehr auf Material, wirklich belichtete Material gedreht, sondern auf Video. Aber auch das war noch ziemlich kompliziert. Mhm. Das heißt, beim Dreh hattest du eher das Problem, dass du wirklich Material verschwendet hast, wenn du einen Fehler gemacht hast, dich versprichst oder gegen den Tisch rennst oder sowas in der Szene oder was nicht klappt, jemand die Schärfe nicht richtig gezogen hat. Sodass viel mehr geprobt wurde. Da wurde in der Szene wirklich mehrfach geprobt, bis wirklich jeder Kameramann und auch der Tonmeister, der eben auch noch auf Senkel, also auf Band aufgenommen hat, wirklich wusste, wann, wer, wie, wo steht, um das aufzunehmen. Okay. Und das hat sich natürlich durch die Digitalisierung komplett verändert. Früher haben wir viel mehr Probenzeit gehabt für eine Szene, damit dann bei der Aufnahme alles gut läuft. Ja. Heute wird schnell mal was gestellt und ausprobiert und dann, ach komm, wir nehmen den mal mit, wir sehen, was passiert. Aha. Weil du hast eine viel schnellere Möglichkeit, die Schärfe zu ziehen. Du hast das Licht, wie du schon sagst, mit LED mittlerweile sehr viel schneller und angenehmer und auch kälter tatsächlich. Man schwitzt nicht mehr so unter den Dingern. Da stehen. Der Nachteil ist, es wird halt eben nicht mehr so konsequent gut und lange geprobt, sondern es wird gleich mal einer rausgehauen. Und ist das, jetzt mal für dich persönlich, ist das, du hast ja schon gesagt, das hat Vor- und Nachteile sozusagen, ist das für dich, es ist bestimmt irgendwie einfacher geworden, ja, weil ich probe es nicht 10-mal, sondern ich schieße einfach mal drauf los und gucke, was passiert. Aber ist das jetzt aus Sicht eines Schauspielers angenehmer? Ist das weniger angenehm? Ist es halt einfach anders und so ist die Welt? Oder wie? Ich glaube, das ist eine Typfrage. Also ich glaube, wir alle würden lieber mehr proben, okay, um besser auch in die Rolle, in die Figur und in die Szene zu kommen. Das kann man, glaube ich, für alle sagen. Es ist so bei mittlerweile auch schon bei normalen Filmen und Fernsehserien, aber vor allen Dingen in Soaps hast du mittlerweile oft 3 Kameras parallel. Das heißt, du probierst deine Szene mit deinem Kollegen und den Kolleginnen aus, gehst deine Gänge ab, weißt, wann du eine Flasche hinstellst, während du den und den Satz sagst und dann guckst du nach rechts und dann hat die Kamera dich in groß. Das wurde früher 5, 6, 7 Mal gedreht aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Kameras. Mhm. Und in Soaps, und gerade so in Daily Soaps, die halt am Tag wirklich 40, 45 Minuten zum Teil da oder 25 Minuten zum Teil drehen pro Tag, also netto Minuten. Ja. Da wird mit 3 Kameras gedreht und dann nimmt diese Szene, wird von 3 Seiten aufgenommen und parallel sitzen schon Cutter und Regisseure und Kameraleute an den Monitoren und schauen, was davon zu benutzen ist. Wenn die sagen, das war gut, dann wird die nächste Szene gemacht. Mhm. Oft bist du aber als Schauspieler noch gar nicht so richtig drin und willst nochmal, da würde ich gerne mal alles machen. Mhm. Oder die Dialoge waren dann nicht wirklich so toll und da wird schnell gesagt, ach das komm, das machen wir im Schnitt. Du würdest es eigentlich lieber nochmal richtig spielen, also mit mehr Proben, mehr Zeit und mehr Liebe. Also das hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Ja. Das heißt, ein unglaublicher Produktivitätsgewinn, wie ja so oft durch die Digitalisierung. Ja, Geschwindigkeitsgewinn. Geschwindigkeit, und dann aber aus deiner Sicht mit deinem künstlerischen Anspruch sozusagen natürlich eine Herausforderung, es trotzdem gut zu machen.
Ja, der fällt dann leider oft hinten runter. Ja. Wobei das gilt in erster Linie für so Soaps, Dailies und sowas, ja, die halt wirklich viel abliefern müssen. Ja. Wenn ich fürs Großstadtrevier oder für Friesland oder solche Serien drehe, dann wird das nicht so gemacht. Da wird noch schon noch gedreht wie früher mit verschiedenen Positionen und da werden die Szenen noch mehrfach gemacht und auch liebevoller geprobt natürlich. Mhm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das war früher so und ich vermisse es überhaupt nicht, ich bin so froh, dass es weg ist, außer dem warmen Licht vielleicht? Das warme Licht auf jeden Fall. Das ist schon mitunter. Ich hab mal eine Serie mit Inge Meisel gedreht, da waren wir in so einem Fotostudio. Das war auch noch ein Fotostudio, da waren auch noch Fotolampen an. Mhm. Und ich glaube, wir wurden alle 3 Minuten abgetupft. Das war im Sommer. Wir sind ausgeölt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Man klatscht das. Ja. Ich glaube tatsächlich, dieser Druck, kein Material zu verschwenden durch einen blöden Versprecher oder weil man irgendwo gegenläuft oder weil man irgendwo zu spontan spielt miteinander. Dieser Druck ist jetzt weg. Wenn man jetzt sich verspricht, dann lachen alle und dann fängt man neu an. Mittlerweile sagt also auch beim Set jemand, nee, wir laufen weiter und dann fängst du von vorne an. Mhm. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Man verschwendet quasi nur ein bisschen Zeit. Das macht aber das Spiel und das Zusammenspiel unter den Kollegen und so. Auch die Arbeit beim Regisseur macht es lockerer. Ja. Das vermisse ich. Den Druck, dass man da denkt, du hast noch diese eine Möglichkeit. Und dann ist Band zu Ende, gell? Ohne Scheiß. Das gab es wirklich. Ich habe tatsächlich Produktionen gehabt, wo gesagt, wir haben nicht mehr so viel, wir müssen jetzt. Ja, ja, okay. Dann spielt man ein bisschen verhaltener und das vermisse ich gar nicht. Ne? Okay. Wenn wir jetzt gucken, sozusagen, es ist ja unglaublich viel passiert, ja, und ich glaube, jeder kann sich das irgendwie so ein bisschen auch vorstellen. Da sind jetzt Digitalkameras und all die Dinge, das ist irgendwie klar. Jetzt geht das ja noch einen Schritt weiter, ja, mit ganzen Sets, die eigentlich nur noch im Computer existieren, ja. Und gerade so die ein oder andere Hollywood-Produktion ja auch jetzt inzwischen schon seit einer Dekade eigentlich, ja, wo der Computer unglaublich viel beigetragen hat und was unglaublich beeindruckend ist. Wo kann das irgendwie alles hinführen im Positiven und vielleicht auch manchmal im Unheimlichen? Also im Positiven, ich muss sagen, mir macht es Spaß, in solchen Produktionen mal mitzumachen, wenn du wirklich in einem Raum stehst, wo tatsächlich nicht viel ist, weil dein Hintergrund digitalisiert wird oder dein Gegenüber wird digitalisiert. Das heißt, du sprichst dann mit einer Kunstfigur, die es gar nicht gibt, die erst später reingeschnitten wird. Okay. Und damit du aber weißt, wo du hingucken musst und mit wem du sprichst, hängt oft über der Kamera oder an der Seite oder wo die Figur angenommen wird, ein Tennisball. Und dann redest du mit dem Tennisball. Ja, dann redest du mit dem Tennisball. Und das ist tatsächlich, oder jemand, der diesen Tennisball dann bewegt und damit zur Seite geht, damit du einen Augenkontakt hast, weil dann später die Figur dann da langläuft. Okay. Das ist etwas, das haben wir alle mal gelernt in der Schauspielschule, sowas zu imaginieren und so. Das macht auch Spaß, ehrlich gesagt. Das ist schon ganz cool. Ja. Ich glaube, der Nachteil ist eher, dass ich merke es bei mir eher als Zuschauer, dass mich mittlerweile diese CGIs, also diese computergenerierten Bilder, mich immer langweilen. Also wenn jetzt der nächste Harry Potter oder der nächste Grindelwald oder sowas ist, man ist so gewöhnt, dass man wirklich jedes Monster, jede Landschaft, jedes Science-Fiction-Raumschiff, alles wird so als normal hingenommen und weil, ja, kennt man, ja, ist halt, ne? Ist halt ein Monster, ja, hat lange Zähne. Mich langweilt es mittlerweile, wenn das der Hauptdarsteller ist, wenn nicht mehr auf die Figuren und auf die Geschichte und auf diese schauspielerische Arbeit geguckt wird, sondern wenn der Hauptdarsteller die Technik ist, dann wird es sehr doof und langweilig, dann schalte ich Filme auch weg. Hm. Das passiert leider noch häufiger. Ja, kann ich persönlich insofern nachvollziehen. Ich bin ja ein ganz großer James-Bond-Film. Und da gab es eine Phase, wo das so viel explodiert ist, das war es einfach nicht wert. Das war einfach da war die Geschichte und das Menschliche nicht mehr da. Und dann bin ich zurückgegangen zu meinen alten DVDs und habe die Sachen aus den 70ern geschaut, wo da noch diese Charaktere waren. Ja? Das waren die 90er mit Pierce Brosnan, glaube ich. Genau. Oder Timothy Dalton, ich weiß, das war so Pierce ernst. Brosnan, genau. GoldenEye war der erste, der ging noch und dann wurde es ganz schlimm. Ja, stimmt, das ging mir aber auch so. Es war auch so ernst alles plötzlich. Genau. Na gut, ich glaube, verstanden. Kannst du noch ein Wort zum Thema Deepfakes sagen? Ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich die nächste Stufe und das ist schon auch für mich auch ein großes Thema. Ich glaube, das wird politisch mal wichtig, dass man, kennst du diese berühmte Rede da von Obama, ne? Diese Deepfake-Geschichte, wo Obama halt im Interview gezeigt wird, dass er gar nicht ist. Das sehe ich eher als ein Problem, dass man Informationen damit faken kann. Also Nachrichten eigentlich. Genau, Nachrichten eben tatsächlich Politiker, die etwas sagen, obwohl die schon längst, nicht mehr da sind oder sonst wo sitzen. Das sehe ich als Gefahr viel eher.
an Schauspielern, du kennst diese Bilder bestimmt auch von Marilyn Monroe oder James Dean, die jetzt plötzlich wiederbelebt irgendwo auftauchen und wieder spielen. Ich glaube, wobei, wie gesagt, ich habe jetzt schon gesagt, ich hätte es am Anfang meiner Karriere überhaupt nicht geglaubt, dass das sich mal so verändern wird. Jetzt sage ich sowas wieder und glaube nicht, dass das jemals passiert. Und ich hoffe, dieses Mal werde ich mal recht haben, dass man diese menschlichen, ich nenne es mal Zwischentöne, dass das wirkliche Spiel, die Psychologie des Spiels, dass sich die nicht digitalisieren lässt. Also du kannst jemanden böse gucken lassen und du kannst jemanden irgendwie vielleicht auch weinen lassen oder traurig gucken oder so etwas. Aber diese ja wirklichen Zwischentöne, wenn jemand, weißt du, ob du etwas bestimmt sagst oder eher autoritär sagst. Ja. Oder dieses ganz kleine, ob jemand nett ist oder nett gemeint oder ob er nett ist und dabei eigentlich lügt. Oder wenn jemand sagt, der Onkel macht nur Spaß. Da kannst du ganz viel draus machen. Das kriegt eine Digitalisierung, glaube ich, nicht hin, klar zu machen, ob das gerade ganz eklig war oder ganz nett. Ja. Da sind Grenzen, das glaube ich schon. Das heißt, wenn man diese Deepfakes, was ja de facto ist, im Prinzip, da ist ein Schauspieler, der ist da gar nicht, sondern das ist alles im Computer, aber es wirkt so, als wäre es echt, Damit kann man Geschichten erzählen, damit kann ich Landschaften und Welten schaffen, alles gar kein Problem. Aber dieses echt Menschliche, was ein gutes Schauspiel hervorbringt, was dann auch viel nonverbale Kommunikation ist, da sagst du, das lässt sich nicht digitalisieren, also oder nicht ohne weiteres. Ich kann dir verraten, als eine dieser Schauspieltechniken, die ganz viele Kollegen natürlich machen, ist, dass du bestimmte Dinge, wenn du sie spielst, auch ohne Text, dass du sie zunächst wirklich nur denkst, nur fühlst. Und tatsächlich sieht die Kamera und der Zuschauer sieht diese Veränderungen im Gesicht. Die sind aber so minimal, dass sie sich eigentlich, du kannst jetzt nicht sagen, welcher Muskel ums Auge oder um den Mundwinkel herum gerade gezuckt hat. Es ist eben nicht so sichtbar, sondern es sind wirklich zum Teil winzige Farbveränderungen in der Hautdurchblutung oder so etwas. Die können Handys, das weißt du besser als ich, mittlerweile erkennen, solche Farbveränderungen. Du kannst ja Fieber messen, aber du kannst es tatsächlich nicht so umsetzen, so digitalisieren, dass du damit spielen könntest. Da bin ich fest von überzeugt, dass sich dieses Menschliche nicht digitalisieren lässt. Schauen wir mal. Nein, aber also ich glaube in der Tat, das ist ein Riesenschritt und da sind wir wahrscheinlich noch sehr, sehr weit von entfernt. Ja. Das habe ich bei der Sprache und bei meiner Sprecharbeit auch gedacht. Und da muss ich sagen, Schöne Überleitung. Das hatte ich nämlich hier noch auf der Liste. Wir haben jetzt viel über deinen Beruf und deine Berufung als Schauspieler geredet und was sich dort verändert hat. Nun bist du aber auch Sprecher. Genau. Was ist denn da passiert? Tatsächlich ganz analog war ja schön, also parallel zur Schauspielerarbeit, ganz viel Positives. Als ich angefangen habe nach der Schauspielschule, habe ich als Sprecher viele Jahre, war ich die Stimme von Bravo TV und auch von Spiegel TV und von Wahre Liebe mit Lilo Wanders. Und zu der Zeit wurde noch tatsächlich auf Beta-Videos aufgenommen und die wurden auch dann vertont auf Senkel oder auf Beta. Das heißt, wenn man sich versprochen hat, stoppte der Tonmeister, ging wieder zurück und fing wieder von vorne an. Cool. Und dann, aber wenn man sich versprochen hat, kann ich schon wieder versprechen. Und total anstrengend, oder? Und total teuer und aufwendig. Und nervig und blöd. Ja, und seitdem ist das Harddisk-Recording in den Studios sich durchgesetzt hat, vor so 10, 15 Jahren, gibt es Techniken wie Punch-in, man spricht einfach, wenn man sich versprochen hat, dann oft macht man nicht mehr ein Schnipsgeräusch oder was, man steigt einfach neu ein und bevor ich meine Zeile wieder gefunden habe, wo ich die Fehler gemacht habe, hat der Tonmeister mich schon wieder dahin gefahren und fährt an der Sendung an der Stelle weiter. Und das ist schon mal ein Riesenvorteil. Also in anderen Studios, wenn ich irgendwo hingehe als Sprecher, sensationell. Das Schneiden, das Sprechen, das entspannte Arbeiten. Auch dort ohne Papier, was am Mikrofon ja Raschelgeräusche gemacht hat früher einmal. Alles vom iPad. Die Texte werden zeitnah, wirklich oft eine Stunde vorher erst geschickt. Dann aber wirklich ganz frisch und fertig und nicht, ich schicke Ihnen nochmal mit der Post irgendwie die Texte zu oder so ausgedruckt. Ja. Also die Arbeit ist im Ablauf her komplett einfacher geworden. Ja. Und dazu kommt noch das Arbeiten, dass wir ganz viel jetzt im Homeoffice machen können. Die Digitalisierung ist halt eben auch zu den Schauspielern nach Hause gekommen. Ganz viele Kollegen nehmen Hörbücher oder Internetvideos oder Podcasts. Lehrvideos für University for Industry. Zum Beispiel, genau. Da war ich, Gott sei Dank, wir machen das ja schon viele Jahre zusammen, da war ich Gott sei Dank relativ einer der Ersten, der das zu Hause hatte. Und das war ein großer Vorteil.
Ja, nee, und da waren wir auch sehr dankbar, weil wir haben in der Tat haben wir noch den allerersten Lerninhalt, den wir produziert haben, den haben wir noch sehr aufwendig in einem Studio vertonen lassen. Richtig, ja, ich weiß nicht, in München, sondern in so einem, in einem Studio, das war unglaublich. Wahnsinn. Und danach haben wir dann mit Nutzung, konsequenter Nutzung von Digitalisierung die Chance gehabt, dass du für uns auch am Deich aufnimmst. Und ist super. Zum Teil ja sogar im Auto. Ja. Das geht ja auch. Ich habe so mein Wohnmobil und ich konnte sogar im Wohnmobil aufnehmen. Das war hast du wirklich cool. gemacht? Das ist ja cool. Ja, also, ja. Du glaubst, die Akustik eines Autos von so einem VW-Bus ist tatsächlich wie in einem Studio. Das ist sowieso alles auf leise getrimmt. Und mit zwei Wolldecken, einem Mikro und dem iPad kann ich, oder dem MacBook, habe ich da auch schon für Spiegel-TV eine Sendung gemacht, wenn es nicht anders ging tatsächlich. Wahnsinn. Und das ist, ich glaube, das ist dann beeindruckend für mich, solche Beispiele. Ja, der Freiheitsgewinn, der dadurch den Menschen möglich wird, das ist das, was ja unter New Work auch bezeichnet wird, wie genial, ja, also toll, oder? Ja, darf ich aber eins, es ist wirklich toll und ich genieße es auch sehr, aber ich entdecke mich dabei und auch viele Kollegen, dass wir nicht mehr im Urlaub ohne Mikrofon und iPad und Rechner, ich war jetzt am Anfang des Jahres auf den Kanarischen Inseln, aber ich hatte tatsächlich mein Equipment dabei, wenn jetzt was gewesen wäre, auch von euch zum Beispiel, auch von anderen Kunden und eine Werbung, der braucht dringend irgendwie eine Korrektur, dann konnte ich damit tatsächlich in den Kleiderschrank meines Hotelzimmers zwischen zwei Hemden und dem Mikro und dem iPad und konnte Sachen aufnehmen und übers Internet tatsächlich verschicken. Das ist auch ein bisschen eine Last, auch dass man eben nicht wirklich mehr wegkommt davon. Man ist und immer und präsent. Spannend, weil das ist sozusagen in deiner freiberuflichen Tätigkeit als Sprecher hast du da genau die gleichen Herausforderungen in Sachen New Work, die ja ganz viele Angestellte in großen Konzernen und Unternehmen auch haben, die genau unter diesem Druck und sind. Und diese Frage als Balance an der Stelle zu finden, finde ich total spannend, weil da gibt es auch in deiner Branche sehr viele Ähnlichkeiten, glaube ich. Ja, wir müssen alle tatsächlich im Grunde genommen, um mit diesem Beruf noch erfolgreich zu sein und zu bleiben, musst du eigentlich always online sein. Du musst wirklich immer das Handy im Anschlag haben und wenn du dich nach einer halben Stunde zurückrufst, dann hat schon wer anders die Rolle und oder den Auftrag oder sowas. Das ist tatsächlich sehr viel schnelllebiger und damit eben auch digitaler geworden, dass du mal eben kurz was aufnehmen kannst. Siehst du im Bereich des Sprecherseins eine ähnliche Entwicklung auch wie Deepfakes, also dass Sprecher nicht mehr gebraucht werden? Ja und nein, es gibt sie bereits. Es gibt diese Text-to-Speech-Programme mittlerweile. Mhm. Es gibt auch Sprecher, die dann allerdings wirklich sechsstellig bezahlt ihre Stimme tatsächlich digitalisieren. Das wurde schon ein paar Mal für Alexa und für Siri und so gemacht. Mhm. Da ändern sich die Techniken. Früher bei den ersten Siris, da musste jemand in Amerika, die haben das wirklich in Amerika aufgenommen, glaube ich, nur 4 oder 5 Seiten aufnehmen. Dann aber wirklich vor Ort, weil das war hochgeheim alles. Es gibt andere Techniken, da musste jemand, glaube ich, Krieg und Frieden lesen oder sowas, also wirklich 18 Stunden Material vorlesen. Okay. Weil dann tatsächlich verschiedene Techniken der Digitalisierung eingesetzt wurden, um die Sprache so zu zerlegen in seine Einzelteile, auch in den Betonungseinzelteilen, dass man später quasi einen Text über die Tastatur schreiben und dann lesen. Das ist ja total spannend. Okay. Das gibt es mittlerweile. Ja. Das ist auch hochgradig diskutiert in der Branche gerade wird es und es wird auch sehr, 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 noch sehr, sehr hoch bezahlt. Aber es gibt natürlich wie in jeder Branche immer wieder Leute, die das dann auch für weniger machen. Und ich rechne damit, dass in den nächsten 2, 3 Jahren ein Großteil von bestimmten Jobs wegfällt, weil es billiger und preiswerter ist, das mit Text-to-Speech oder mit solchen Programmen zu machen. Du siehst es, wenn du bei YouTube Bedienungsanleitungen bei YouTube bekommst oder so diese kleinen Industriefilmchen für irgendein preiswertes Produkt, wie funktioniert mein Staubsauger, da hörst du schon an dieser komischen Sprache, dass da irgendjemand einen Computer benutzt hat. Ja, ganz furchtbar. Gibt es auch bei Lernvideos, ich finde es grauslich. Ja. Aber es gibt schon sehr gute, die du aber schon nicht besser, mehr erkennst. Sagst du. Es wird sehr viel besser und es wird tatsächlich mittlerweile so, dass man sagen kann, für Bedienungsanleitungen oder sowas reicht das. Reicht es. Dazu kommt, dass auch die Menschen einfach, die das hören, da unsensibler und ich sag mal, die stört das nicht mehr so wahnsinnig. Würde mich jetzt auch nicht stören. Also wenn ich in irgendeine IKEA-Aufbauanleitung nebenbei hören will, ist mir das egal, ob das jetzt ein Künstler macht oder eine Maschine. Ja. Aber tatsächlich das Gleiche wie auch beim Spiel, die Psychologie, ich nenne es auch Psychoakustik, diese ganz, ganz kleinen, manchmal sind es nur Päuschen, so kleine Akzente. Du hörst, ob ich jetzt lächle oder ob ich nicht lächle. Du hörst auch, ob ich etwas ernst meine oder ob ich das überhaupt nicht ernst meine. Das sind
wirklich so ganz, ganz kleine Dinge, die sich nicht, da bin ich sicher, nicht digitalisieren lassen. Das heißt, auch die Emotionalität an der Stelle wieder. Genau, das, was drunter liegt. Das menschliche Gefühl, das da drunter liegt, genau, das hat halt der Computer nicht. Die Haltung, die Intention, überhaupt etwas zu sagen. Und wenn du dir große alte Geschichten erzähle, wie Gerd Westphal oder was anhörst, wie die gelesen haben, diese großen Märchenerzähler, ne, oder unsere Hans Pätsch, so diese ganzen Märchengeschichten aus den 70er, 80er Jahren, die können mit einer Pause oder mit einem ganz kurzen Geräusch oder mit irgendetwas, wie immer sie es produziert haben, können die ganze Welten entstehen lassen. Weil das entsteht aus der Fantasie des Sprechers. Das passiert in der schauspielerischen Arbeit, tatsächlich schauspielerischen Arbeit des Sprechers. Und das kann ein Computer nicht leisten, weil das etwas, was da drunter liegt, das in der Psyche liegt, das im Körper liegt. Wir zappeln auch vor Mikrofon. Wir bewegen uns, wir ziehen Grimassen und reden und machen auch Handbewegungen, wenn wir nachdenken, um diesen Ausdruck hinzubekommen. Und das macht eine digitale 1 und 0 Abfolge natürlich nicht. Lieber Ingo, total spannend. Ich würde jetzt am liebsten noch eine Stunde weiterreden. Ist schon so weit. Und wir vor dem Mikrofon zappeln und emotional. Und ja, wir müssen zum Ende kommen im Sinne unserer Hörerinnen und Hörer. Ja, na klar. Vielleicht nochmal aufs große Ganze geschaut. Digitalisierung in Film und Fernsehen, Digitalisierung als Schauspieler und Sprecher. Was können wir daraus lernen? Was können wir daraus merken? Was ist es jetzt? Ist es gut? Ist es schlecht? Was ist es? Ich persönlich finde es gut. Mir macht es Spaß. Ich sehe viele Chancen und Möglichkeiten dafür. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man die Leute damit nicht, die Zuschauer nicht zum einen zu sehr nervt mit zu viel Technik. Wenn die Technik die Hauptrolle spielt, wird es langweilig, unmenschlich und doof. Das schalten die Leute auch weg. Das merkt man ja schon. Und wir müssen aufpassen, dass die Qualitäten, die wirklich nur Menschen können, die nicht digitalisierbar sind, wie Emotionen, wie psychologische Hintergründe und so, dass wir die im Fokus behalten und nicht, dass die Leute nicht, die Zuschauer nicht den Abstand dazu nehmen und sagen, ach, interessiert mich nicht mehr, reicht's, wenn mir einer was vorliest. Ja, danke, Ingo. Finde ich schön, finde ich auch ein schönes Fazit. Positiv zur Digitalisierung und die Menschlichkeit bewahren, so würde ich es mal definitiv zusammenfassen. Definitiv, ja. Hast du, am Schluss meines Podcasts frage ich ja immer nach so einem Tipp, ja, zu irgendeinem spannenden Buch oder Podcast oder Blog. Ja. Hast du da eine Empfehlung für unsere Hörerinnen und Hörer? Du hattest mal nach einem Podcast gefragt, da muss ich zugeben, ich höre wenige Podcasts, wenn dann im Auto. Aber da gibt es tatsächlich einen, den ich aber sehr spannend finde, von Andreas Loff, der heißt Das Ziel ist im Weg. Das finde ich sensationell komisch. Da sitzt der Mann einfach und führt so wie wir einfach relativ private und schöne und nette Gespräche mit Quereinsteigern, mit Leuten, die einfach über die wildesten Seiten in den Beruf gekommen sind. Podcast heißt Das Ziel ist im Weg. Den liebe ich sehr. Super. Aber noch wichtiger tatsächlich wäre mir ein Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, das völlig undigital ist. Das heißt Stan. Das ist tatsächlich die Biografie von Stan Laurel und erzählt, wie die Medien, wie Film und wie Kino angefangen hat. In einem hinreißenden, wirklich ganz wunderbaren Roman oder biografischen Roman über Stan Laurel, also Stan von Dick und Doof, für die Jüngeren unter uns. Das ist sensationell, das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil es ist wie Mediengeschichtsunterricht. Ganz toll geschrieben. Ingo, super, vielen Dank für die Tipps. Hören sich beide fantastisch an, kommen beide in die Shownotes rein. Ich werde das Stan auf meine eigene Liste auch setzen, weil ich finde das immer spannend, die Anfänge von etwas zu verstehen, weil wir sind gerade bei der Digitalisierung bei vielen Dingen am Anfang. Ja, und ich finde immer, man kann da ganz viel aus anderen Anfängen in der Vergangenheit lernen. Also vielen Dank für den Tipp. Wir werden auch einen Link zu deinen Showreels reinsetzen, würde ich sagen, und zu deiner Webseite in die Shownotes, sodass die liebe Hörerinnen und Hörer den Ingo auch mal sehen können. In seinen vielfältigen Rollen. Ich bin immer begeistert, wie du der Liebe und der Böse sein kannst. Ja. Meistens der Böse. Komm, gib's zu, ich bin meistens der Böse. Meistens der Böse, das ist deine primäre Rolle. Heute warst du sehr lieb. Aber du musst nur sagen, weil du es vorhin gesagt hast über James Bond. Ich durfte jetzt tatsächlich letzte Woche einen James Bond-ähnlichen Bösewicht spielen. Der sollte aussehen wie Blofeld. Oh. Ja. Es hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, Ingo, lieben herzlichen Dank für die Zeit. Danke für die super spannende Diskussion. War mir eine helle Freude. Vielen Dank dir. Danke. Toll. Es hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyra und University for Industry auf LinkedIn.